Eine junge Frau, Anfang 20, so richtig schick angezogen, geht in die Abteilung, in der sie ihr Praktikum anfangen will. Dort wird ihr gesagt, sie sei hier falsch. Das ist die IT-Abteilung, das Marketing ist eine Etage höher. Sie will aber in der IT arbeiten. Zeigt diese Geschichte die Vorurteile von IT-Lern, die eine schick gekleidete junge Frau eher im Marketing als in der IT sehen? Oder zeigt diese Geschichte eine junge Frau, die die Spielregeln im Unternehmen noch nicht so richtig kennt? Jedenfalls hat Anahita Esmalzerde diese Geschichte ziemlich beeindruckt. Mit dieser Geschichte beginnt sie ihr Buch von Quotenfrauen und alten weißen Männern, Schluss mit Vorurteilen in der Arbeitswelt. Das Buch wird vom Verlag kräftig beworben, als erstes Buch in der aktuellen Verlagsvorschau mit Plakat und Aktionspaket. Die Autorin wird vorgestellt als Managerin bei Microsoft und mit über 140.000 FollowerInnen eine der bedeutendsten Business-Influencerinnen im Dachraum. Zitat Ende. Grund genug, sich dieses Buch genauer anzusehen. In diesem Video werde ich zunächst den Inhalt darstellen und dies dann bewerten. Schon vorab, nein, das ist kein gutes Buch geworden. Und diese Einschätzung hat nichts damit zu tun, dass ich ein alter weißer Mann bin. Aber dazu kommen wir später. Hier erst einmal der Inhalt. Das Vorwort beginnt mit der Geschichte, die wir schon kennen, und weiteren ähnlichen Erfahrungen. Das zweite Kapitel erklärt die Herkunft von Vorurteilen. Wir nehmen Objekte nicht nur als solche wahr. Wir nehmen zugleich auch die Objektklassen wahr. Opel und BMW sind Autos, Fußball und Tennisspieler sind Sportler. Und unsere begrenzten kognitiven Kapazitäten lassen uns dabei auch keine andere Wahl, denn unser Gehirn kann nicht jeden einzelnen Umweltreiz individuell wahrnehmen. Im gleichen Zuge lernen wir auch schon von klein auf, Menschen intuitiv zu stereotypisieren und damit aufgrund von ihren sichtbaren Merkmalen unbewusst Kategorien zuzuordnen, die mit gewissen Eigenschaften verknüpft sind. Soweit sind Vorurteile harmlos. Aber die große Gefahr von Vorurteilen liegt darin, dass sie Abwertung, Diskriminierung und Benachteiligung von Menschen zur Folge haben können. Untersuchungen von Lehrpersonal zeigten etwa, dass Vornamen von Schülerinnen und Schülern, die weniger privilegierten Elternhäusern zugeschrieben werden, wie Chantal oder Kevin, unabhängig von ihrer tatsächlich erbrachten Leistung eher mit Verhaltensauffälligkeiten assoziiert und damit potenziell auch ungerechtfertigt schlechter benotet werden. Diese Aussage wird mit der ersten Fußnote im gesamten Buch nachgewiesen. Die Bewertung folgt erst im zweiten Teil dieses Videos. Hier schon vorab, nein, wenn man der Endnote folgt, dann werden Chantal und Kevin nicht schlechter bewertet. Wenn unsere Vorfahren ein Tiger begegnete, dann musste schnell gehandelt werden, keine Zeit für eine Feinanalyse, ob dies vielleicht ein menschenfreundlicher Tiger ist. Vorurteile haben den Vorteil schneller Entscheidungsfindung. Damit beginnt das dritte Kapitel. Menschen, die uns ähnlich sind, sind uns besonders sympathisch. Das ist der Affinity Bias. Beschäftigte mit bestimmten Eigenschaften können bis zu einer bestimmten Hierarchieebene aufsteigen, so wie alle anderen Beschäftigten auch. Ab dieser Hierarchieebene wird der Aufstieg aber deutlich schwerer. Besonders diskutiert wird diese gläserne Decke für Frauen. Warum verhalten sich Menschen so, wie sie sich verhalten? Häufig lautet die Antwort, weil die Menschen so sind. Seltener lautet die Antwort, weil die Situation so ist und die Attribution auf Persönlichkeitsmerkmale ist häufig eine Attributionsverzerrung, ein Attribution Bias. Gruppendenken. Der Bestätigungsfehler oder der Confirmation Bias, der Hello-Effekt und weitere Konzepte werden jeweils auf ein paar Seiten erklärt. Das vierte Kapitel ist dann das Hauptkapitel in diesem Buch. Es beschreibt die häufigsten Vorurteile der Arbeitswelt, nämlich die alten weißen Männer, die Quotenfrauen, die Jungen, die Alten, die Schönen, die Dicken, die Gebärverdächtigen, die Teilzeitmuttis, die Rabenmütter, die Wochenendväter, die Nerds, die Unstudierten, die Arbeiterkinder, die Integrationsunwilligen. Als Beispiel für den Argumentationsgang möchte ich den Anfang und den Abschluss des Unterkapitels über alte weiße Männer zitieren. Kaum ein Vorurteil ist in den vergangenen Jahren so salonfähig geworden wie die Klischeefigur des aus der Zeit gefallenen alten weißen Mannes.
Der Begriff steht synonym für Privilegien, Macht und Überlegenheit. Er verbildlicht die Inkarnation des konservativ ewig Gestrigen, der patriarchale, alteingesessene Strukturen mit allen unlauteren Mitteln für seine eigenen Machterhalt verteidigt. Der alte weiße Mann belächelt Frauen, verschmutzt die Umwelt und verweigert jeglichen Fortschritt. Und dann der Abschluss des Kapitels. Diese Debatte wird zweifellos nicht ohne Reibung vonstatten gehen. Sie darf allerdings nicht in ein Schwarz-Weiß-Denken münden, indem wir uns das Leben vermeintlich leicht machen und alle alten weißen Männer pauschal an den Pranger stellen. Das Bashing alter weißer Männer ist inzwischen derart salonfähig geworden, dass es mitunter skurrile, diskriminierende Züge annimmt und immer wieder neue Gräben aufreißt. Wir müssen endlich damit aufhören, Männer einseitig als Profiteure und Täter und Frauen wiederum als Benachteiligte und Opfer zu sehen. Nur Hand in Hand und im differenzierten Dialog werden wir den Weg Richtung gelebter Gleichberechtigung erfolgreich bestreiten, strukturelle Herausforderungen aus dem Weg räumen und gläserne Decken aufbrechen. Miteinander, nicht gegeneinander. Ein problematisierender Einstieg und ein abwägender Schluss sind typisch für die Kapitel. Das Unterkapitel über die Alten konzentriert sich auf ältere Frauen. Mit Rabenmüttern sind vollberufstätige Mütter gemeint. Mit Nerds sind Personen gemeint, die IT-Berufen nachgehen und damit dem Vorurteil unterliegen, sozial inkompetent zu sein. In diesem Unterkapitel plädiert Ananita Ismailzadeh auch für mehr Informatikunterricht. Arbeiterkinder sind Kinder aus einkommensschwachen Familien, später im Unterkapitel einfach arme Menschen. Hier berichtet Ananita Ismailzadeh auch von ihren eigenen Erfahrungen. Wenn ich richtig sehe, dann haben alle Beispielpersonen in diesem Unterkapitel einen Migrationshintergrund. Ananita Ismailzadeh lebt seit ihrer Geburt in München. Vielleicht erscheinen deshalb in diesem Unterkapitel keine Kinder nordrhein-westfälischer Chemie- oder Metallfacharbeiter, die doch wohl kaum vorurteilslos aufwachsen. Als Beispiele für die Integrationsunwilligen erscheinen Frauen mit Kopftuch, ein Muslim, der keinen Alkohol trinkt, was bei Kollegen auf unpassende Reaktionen stieß, ein in Teheran geborener und im Rhein-Main-Gebiet aufgewachsener Kommunikationsberater, der Alkohol trinkt, dann werden allgemein Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund besprochen. In einer Studie werden bei Bewerbungen dunkelhäutige und muslimische Menschen benachteiligt, spanische, Schweizer und japanische Menschen bevorzugt. Die beliebtesten Geschlechterklischees ist das nächste Kapitel überschrieben. Mädchen sind lieb und süß, Jungs hingegen wild und weinen nicht. Später spielen die Jungs mit Legosteinen und Autos, sind mutige Abenteurer und Piraten. Mädchen hingegen beschäftigen sich mit Puppen, sind bezaubernde Prinzessinnen und Feen. Nur Mädchen dürfen weinen, denn Indianer kennen keinen Schmerz. Und dann, so absurd diese Geschlechterklischees sich lesen, wir alle sind geprägt von ihnen. Dieses Kapitel hält, was die Überschrift verspricht. Im sechsten Kapitel werden die Folgen von Vorurteilen in der Arbeitswelt besprochen. McKinsey hat in einer weit beachteten Studie die Vorteile von Diversität herausgestellt. Weitere Erkenntnisse in diese Richtung werden vorgestellt. Wege aus der Schubladenfalle verspricht das folgende Kapitel. Von Akzeptanz und Selbstreflexion über Sensibilisierung der Belegschaft bis hin zu Leadership und Vorbildwirkung werden Maßnahmen vorgeschlagen. Die Maßnahmen werden je auf einer Drittel- oder halben Seite vorgestellt. Für keine der Maßnahmen wird ein Nutzen nachgewiesen, für keine Maßnahme wenigstens eine erfolgreiche Anwendung beschrieben. Der einzige Quellennachweis in diesem Kapitel führt zu einem Test über unbewusste Vorlieben der Harvard University. Das achte und letzte Kapitel ist mit "Und nun?" überschrieben. Zwei Sätze aus dem Anfang des Kapitels. Die Thematisierung fest verankerter Vorurteile im Kontext von gesellschaftlichen Privilegien und die daraus potenziell resultierende Diskriminierung von Bevölkerungsgruppen triggert viele Menschen und führt nicht selten zu einem entrüsteten Aufschrei. Hier wird eine Spannung deutlich, in der das Buch steht. Ananita Ismailzadeh ist als junge Frau mit iranischen Wurzeln in der IT-Branche beschäftigt und damit aus mehreren Gründen mit Vorurteilen konfrontiert. Das Buch ist aber nicht als reiner Erfahrungsbericht angelegt, sondern will aufklären, will in sozialwissenschaftlichem Sinne wahre Informationen liefern.
Wissenschaftliche Wahrheit ist aber unabhängig von dem, der sie ausspricht. Ob Chantal oder Kevin benachteiligt werden, das entscheidet die Statistik. Ob die Statistikerin Chantal heißt, ist völlig gleichgültig. Welcher Faktor den Gender Pay Gap beeinflusst, ist auch unabhängig davon auszurechnen, ob eine Statistikerin oder ein Statistiker rechnet. Dieses letzte Kapitel betont die persönliche Seite. Eine Vorständin der Audi AG gibt hier auf zwei Seiten ihr eigenes Statement zum Thema. Danksagung und Endnoten folgen. Ein alphabetisches Quellenverzeichnis fehlt ebenso wie ein Register. Soweit der Inhalt. Ich habe mich bemüht, ihn sachlich wiederzugeben. An einigen Stellen habe ich schon Kritik angedeutet. Ich denke, das hilft einfach der Transparenz. Nun aber zur Einschätzung. Den Abschnitt mit der ersten Fußnote haben wir schon am Anfang des Videos zitiert. Untersuchungen von Lehrpersonal zeigten etwa, dass Vornamen von Schülerinnen und Schülern, die weniger privilegierten Elternhäusern zugeschrieben werden, wie Chantal oder Kevin, unabhängig von ihrer tatsächlich erbrachten Leistung eher mit Verhaltensauffälligkeiten assoziiert und damit potenziell auch ungerechtfertigt schlechter benotet werden. Diese Fußnote verweist auf einen Artikel aus der Wochenzeitung Die Zeit. Dieser Artikel berichtet, Zitat, nach der Online-Umfrage, bei der den Teilnehmern eine virtuelle Klassenliste vorgelegt wurde, assoziierten gut 80% mit Marie eher ein verhaltensunauffälliges und freundliches Kind, während sie bei Kevin zu ebenfalls rund 80% ein eher auffälliges, freches Verhalten erwarteten. Nun werden hier ein Mädchenname und ein Jungennamen verglichen. Vielleicht werden Mädchen eher als verhaltensunauffällig und freundlich wahrgenommen und bei Jungen eher ein freches, auffälliges Verhalten erwartet. Zumindest behauptet der Artikel nicht, dass Chantal und Kevin schlechter benotet werden. Der Zeitartikel verweist auf eine Arbeit der Professorin Astrid Kaiser und ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiterin Julia Kube. Diese Arbeit konnte ich nicht finden, wohl aber einen Artikel auf spektrum.de. Der ist in der Infobox verlinkt. Demnach war die von der Zeit zitierte Arbeit die Masterarbeit von Julia Kube. Das würde erklären, warum diese Arbeit nicht zu finden ist. Masterarbeiten werden in der Regel nicht veröffentlicht. Astrid Kaiser hat eine zweite Abschlussarbeit betreut. Die Bearbeiterin dieser Arbeit wollte ihren Namen nicht veröffentlicht sehen. In dieser zweiten Arbeit wurde ein Experiment durchgeführt. Versuchspersonen bekamen Texte zu bewerten auf einer Skala zwischen einem Punkt als schlechtestem und 10 Punkten als bester Bewertung. Die Texte waren entweder mit einem negativ belegten, einem neutralen oder einem positiv belegten Vornamen versehen. Das Ergebnis ist hier abgebildet. Bei den Jungen werden die negativ bewerteten Vornamen etwas schlechter bewertet, bei den Mädchen werden die positiv belegten Vornamen etwas schlechter bewertet. Die Unterschiede sind nicht statistisch signifikant. So ein Ergebnis erwartet man, wenn es tatsächlich keinen Zusammenhang zwischen Vornamen und Bewertung gibt, wenn also kein Vorurteil wirkt. Der Autor des Aufsatzes von spektrum.de ist Professor für Sprachwissenschaft, zuerst an der Universität Hamburg, nun an der Freien Universität Berlin. Zur anonymen Masterarbeit habe ich eine passende Pressemitteilung der Universität Oldenburg gefunden. Also, Anahita Esmazaldi behauptet, dass Vornamen von Schülerinnen und Schülern, die weniger privilegierten Elternhäusern zugeschrieben werden, wie etwa Chantal oder Kevin, unabhängig von ihrer tatsächlich erbrachten Leistung eher mit Verhaltensauffälligkeit assoziiert und damit potenziell auch ungerechtfertigt schlechter benotet werden. Ihr Nachweis führt zu einer Arbeit, wonach die Vornamen keinen Einfluss auf die Bewertung haben. Nun kann ich nicht jeder Quelle aus diesem Buch so intensiv nachgehen, aber als alter Professor habe ich dieses Vorurteil, wenn die erste Quelle bereits vollkommen falsch verwendet wird, dann bleibt es selten dabei, dann finden sich häufig weitere sachliche Fehler in der Arbeit. Soweit ein Detail. Schauen wir uns Vorurteile in der Arbeitswelt mal aus der Sicht von Unternehmen an. Unternehmen haben zwei Aufgaben. Ambidexterity heißt das Fachwort dazu. Unternehmen müssen innovativ sein, müssen neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln, müssen Prozesse verbessern und neue technische Entwicklungen aufnehmen. Dabei hilft Diversität, das hat zum Beispiel die McKinsey-Studie gezeigt. Deshalb führt Diversität in der Unternehmensführung häufig zu besseren Ergebnissen. Unternehmen müssen aber auch Geld verdienen, indem sie Produkte herstellen und Dienstleistungen erbringen. Dabei hilft Diversität gerade nicht.
Dabei hilft eher Gleichförmigkeit. Je weniger sich die Menschen unterscheiden, desto weniger Kommunikation ist nötig, umso weniger Missverständnisse sind möglich, desto reibungsloser und störungsfreier laufen Prozesse. Ismail Dützgün hat dies für Fließbandarbeit in der Lkw-Produktion schön nachgewiesen. Angaben zu dieser Dissertation finden sich in der Infobox. Nicht umsonst tragen Fabrikarbeiter eine Art Uniform, genauso wie Menschen, die einfache Dienstleistungen erbringen. Und Menschen, die komplexe Dienstleistungen erbringen. Mitarbeiter von IBM oder McKinsey zum Beispiel. Wenn für solche Stellen Menschen eingestellt werden, dann stellt sich die Frage, wollen die Menschen das Spiel mitspielen, das hier gespielt wird? Werden sich die Menschen reibungslos in die Fabrik, in das Restaurant, in die Beratungsteams einfädeln? Die Personalabteilung sucht in den Bewerbungsunterlagen nach Signalen dafür, dass ein Bewerber sich reibungslos integrieren wird. Solche Signale sind angemessene Formen der Bewerbungsunterlagen, passende Ausbildung, passendes Aussehen auf einem Bewerbungsfoto und dann auch beim Vorstellungsgespräch und so weiter. So gesehen haben Vorurteile also in der Arbeitswelt die Funktion, für eine homogene Belegschaft in ausführenden Unternehmensbereichen zu sorgen und damit für reibungslose Prozesse. Wer Schluss mit Vorurteilen in der Arbeitswelt machen will, muss deren Funktion berücksichtigen. Dazu finden sich bei Ananita Esmalzadeh kein Wort und damit ist zu befürchten, dass ihr Buch ein moralischer Appell bleibt und keine echte Wirkung in den Unternehmen haben wird. Neuer Gedankengang. Lösen wir diese Folie einmal in die Eigenschaften auf, nach denen Menschen benachteiligt werden. Dabei gibt es Eigenschaften, die man kaum ändern kann. Alter, Hauptfarbe, Rasse oder ethnische Herkunft, Geschlecht, Mutter oder Vater sein oder die Möglichkeit dazu haben und das Elternhaus. Und es gibt Eigenschaften, die Menschen ändern können, die Menschen immer wieder erfolgreich geändert haben. Schönheit, Gewicht bzw. BMI, nicht deutsch klingender Name, Armut, fehlendes Studium. Die erste Eigenschaft kommt schon in der Eingangsgeschichte zur Sprache. Ananita Esmalzadeh ist gekleidet wie eine Marketingpraktikantin, sie hat aber ein IT-Praktikum vor. Pierre Bourdieu hat den Begriff des kulturellen Kapitals entwickelt. In bestimmten Situationen ist bestimmte Kleidung angemessen, andere Kleidung wird als unpassend empfunden und der Träger abgelehnt. In manchen Situationen darf ich in einem kurzärmeligen Hemd kommen, in anderen nicht. Früher brauchte ich häufiger eine Krawatte, manchmal ist das heute noch nötig, aber häufiger würde heute eine Krawatte stören. Die passende Kleidung ist ein Signal, ich bin bereit, das Spiel mitzuspielen. Wer nicht die passende Kleidung trägt, sendet das Signal, ich spiele dieses Spiel nicht ohne weiteres mit. Das ist okay. Aber wenn die anderen Teilnehmer in der Situation dieses Signal so verstehen, dann ist das kein Vorurteil, sondern normale, nonverbale Kommunikation. Zu Übergewicht schreibt Ananita Esmalzadeh anklagend, dick sein wird in Deutschland oft gleichgesetzt mit Faulheit, Verfressenheit, Disziplinlosigkeit oder gar Dummheit. Mehrgewicht wird hierbei als selbstverschuldetes Resultat eines maßlosen, ungesunden und bequemen Lebensstils betrachtet. Und weiter. Dabei ist in der Forschung längst bekannt, dass Dicksein nicht alleine durch zu viel Essen und zu wenig Bewegung entsteht. Eine Studie des britischen Government Office for Science wies bereits im Jahr 2007 auf eine multikausale Matrix aus Veranlagung, Verhalten und äußeren Einflüssen hin, bei der auch endokrinologische Erkrankungen eine Rolle spielen. Die Studie wird nicht nachgewiesen. Ich vermute, es handelt sich um Tackling Obesities, Future Choices. Den Link habe ich in die Infobox gesetzt. Darin heißt ein Kernsatz, übersetzt, obwohl persönliche Verantwortung eine entscheidende Rolle bei der Gewichtszunahme spielt, wird die menschliche Biologie von den Auswirkungen der heutigen adipogenen Umwelt überwältigt, die durch ihre Fülle an energiedichten Lebensmitteln, motorisierten Transportmitteln und sitzenden Lebensstilen geprägt ist. Hat Ananita Esmalzadeh den ersten Satzteil überlesen, wonach persönliche Verantwortung eine entscheidende Rolle bei der Gewichtszunahme spielt? Nachgewiesen wurde diese Aussage, da es im Kontext von Mehrgewicht massiv an Aufklärungsarbeit fehlt, halten sich die Vorurteile gegenüber Dicken hartnäckig. Diese zeigen sich häufig auch in Kombination mit klassisch motivierten Stereotypen, die Mehrgewicht mit Bildungsferne und Armut in Verbindung bringen. Die Quelle ist ein Kommentar in der österreichischen Zeitschrift Der Standard. Dort steht, Zitat, zwar gilt als erwiesen, dass in reichen Industrienationen besonders finanzschwache Menschen mit Hochgewicht kämpfen.
Ob diese Gruppe tatsächlich über wenig Ernährungswissen verfügt, sich kaum bewegt oder inwiefern psychische oder armutbedingte Faktoren sich auf ihre Gesundheit auswirken, ist so gut wie nicht erforscht. Also, Ananita Esmalzade hält es für einen Stereotypen, Übergewicht und Armut in Verbindung zu bringen. Die von ihr zitierte Quelle hält genau dies für erwiesen. Autorin der Quelle ist Anita Drexler, über die ich nur herausfinden konnte, dass sie sich für die Akzeptanz von Körpervielfalt engagiert. Ein paar Tage nach diesem Text erschien wieder in der Zeitschrift Der Standard eine Antwort auf Anita Drexler. Autorin war Dr. Sigrid Pilz, eine österreichische Gesundheitspolitikerin der Grünen. Ein Kernsatz dieser Antwort: Die Forschungslage ist, im Widerspruch zu den Äußerungen von Drexler, eindeutig. Je mehr Fertigprodukte, umso mehr Übergewicht und kranke Menschen, insbesondere in sozial schwachen Schichten. Wieder hat Ananita Esmalzade eine Quelle falsch verwendet. Kann man seinen Namen ändern? Damals in der Schule hat sich tatsächlich ein Klassenkamerad mit einem leicht fremd klingenden Namen einen hierzulande völlig unauffälligen Namen zugelegt. Öffentlich ist, wie aus dem Siemens-Manager Josef Käser der Siemens-Vorstandsvorsitzende Joe Kaser wurde. Wolfgang Eierle wurde zum Daimler-Manager Wolfgang Bernhard. Letztendlich sind wir wieder bei der Signaltheorie. Wer seinen Namen ändern lässt, damit er für eine deutsche oder eine internationale Karriere besser passt, sendet ein starkes Signal, solch eine Karriere auch wirklich anzustreben. Selbstverständlich kann ein ausländischer Name auch helfen. Wenn Ananita Esmalzade ein Buch über Vorurteile schreibt, dann wird das anders wahrgenommen und anders gekauft, als wenn Lisa Müller oder gar Max Mustermann als Autoren auf dem Cover stehen würden. Ich möchte hier nicht urteilen. Wer einen ausländisch klingenden Namen hat, kann ihn behalten oder ändern. Beides ist möglich, beides hat Konsequenzen. Zur Armut heißt es in dem Buch einfach: Das Vorurteil, dass arme Menschen selbst für ihre Armut verantwortlich sind, hält sich dennoch hartnäckig. Kein Nachweis, hier genügt die Lebenserfahrung von Ananita Esmalzade. Okay, dann stelle ich meine Lebenserfahrung dagegen. Stark armutgefährdet sind alleinerziehende Mütter mit kleinen Kindern. Das verstehe ich. Eine Zeit lang habe ich Kurse für das Arbeitsamt gegeben. In den Kursen und in den Gruppen waren immer wieder alleinerziehende Mütter, deren Kinder nun etwas größer waren, die in der Schule anderweitig betreut wurden, und die Mütter wurden bei uns auf den neuesten Stand geschult und haben dann zum größten Teil auch Arbeit gefunden und sind so aus der Armut gekommen. Also, in Armut kann man unverschuldet kommen, aber häufig kann man sich auch wieder daraus herausarbeiten. Ein fehlendes Studium kann heute an verschiedenen Institutionen nachgeholt werden. Berufspraxis kann dabei häufig als Teil der Qualifikation angerechnet werden. Schönheit, Gewicht bzw. BMI, nicht deutsch klingender Name, Armut und fehlendes Studium lassen sich ändern. Dennoch werden diese Eigenschaften in eine Linie gestellt mit Alter, Hautfarbe, Rasse oder ethnischer Herkunft, Geschlecht, Mutter oder Vater sein oder die Möglichkeit dazu haben und dem Elternhaus. Ich denke, das ist ein grober Fehler in der Konzeption dieses Buches. Wer den Grund von Vorurteilen selbst abstellen kann, ist in einer vollkommen anderen Situation als jemand, der wegen seiner Hautfarbe diskriminiert wird. Mehr noch, nach meiner, zugegeben laienhaften, Einschätzung ist Hautfarbe einer der häufigsten Gründe für Diskriminierung, und es wundert mich, dass diesem Punkt kein eigenes Kapitel in diesem Buch gewidmet ist. Im vorletzten Kapitel werden Maßnahmen gegen Vorurteile vorgeschlagen. Unter anderem Sensibilisierung der Belegschaft. Wissenschaft, Bewusstsein. Aus diesem Grund sind Trainings, Workshops und Schulungen für die Belegschaft sinnvoll, um das Bewusstsein für Vorurteile und Schubladendenken zu schärfen und über die daraus resultierenden Konsequenzen aufzuklären. Vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Personalentscheidungen innerhalb des Unternehmens treffen, sollten besonders auf diesem Gebiet geschult werden. Quellennachweise gibt es dazu nicht, also schauen wir selbst nach. Patrick Forscher, Calvin Lai und Kollegen haben 2017 eine Meta-Analyse von 494 Studien mit über 87.000 Teilnehmenden veröffentlicht. Thema waren Methoden, die den impliziten Bias ändern sollen, also das, was in unserem Buch ein unbewusstes Vorurteil ist. Das zentrale Ergebnis, Zitat: Die Verfahren veränderten explizite Messgrößen weniger konsistent und in geringerem Maße als implizite Messgrößen und führten im Allgemeinen zu trivialen Verhaltensänderungen.
Schließlich vermittelten die Veränderungen der impliziten Maßnahme keine Veränderungen der expliziten Maße oder des Verhaltens. Auf gut Deutsch, unbewusste Vorurteile können verändert werden, aber die Menschen verhalten sich deshalb nicht anders, sie diskriminieren also nicht weniger. Damit will ich nicht sagen, dass solche Trainings unter allen Umständen sinnlos sind. Ich hätte mir aber von einem solchen Buch gewünscht, dass es diese Diskussion aufgreift und die vorgestellten Maßnahmen differenziert beschreibt. Ein letzter Einzelpunkt, bevor ich zur Zusammenfassung komme. Quotenfrauen werden im Titel angesprochen. In der Tat wären mehr Frauen in führenden Positionen sinnvoll. Ananita Esmalzadeh spricht immer wieder ihre Position als eine von wenigen Frauen mit technischem Beruf an. Wie können wir mehr Mädchen und mehr junge Frauen für technische Berufe und für Führungspositionen gewinnen? Das ist ein komplexes Thema, das würde dieses Video völlig überfrachten. Aber eines der einfachen Mittel ist es, Vorbilder darzustellen, also über Frauen zu berichten, die mit einem technischen Beruf erfolgreich wurden. Daniela Gerd-Tom-Makotte, Sabine Neuss und Melanie Maas-Brunner haben zwei Dinge gemeinsam. Sie sind Technikvorständinnen in einem großen Unternehmen und sie werden in diesem Buch nicht erwähnt. Im Buch zu Wort kommen Sigrid Nikuta, Bahnvorständin und promovierte Psychologin. Christiane Stein, Journalistin und studierte Betriebswirtin. Katharina Wolf, Unternehmerin und diplomierte Journalistin. Sophie Bieber, Leiterin des Global Employer Branding von SAP mit einem Bachelor in internationalem Personalmanagement und Organisation. Isabel Gabor, freiberufliche Kreativdirektorin mit entsprechender Ausbildung. Swantje Almers, Unternehmensberaterin und Wirtschaftswissenschaftlerin. Laura Lewandowski, Journalistin mit einem Bachelor in Kommunikationswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre und Spanisch. Alicia Lindner, Geschäftsführerin mit einem Master in Marketing. Julia Freudenberg, Geschäftsführerin und promovierte Diplomkauffrau. Magdalena Rogel, Diversity und Inclusion Lead bei Microsoft Germany und gelernte Kinderpflegerin. Und Hildegard Wortmann, Vorständin Audi und Betriebswirtin. Von 11 Frauen hat Ananita Esmalzadeh Statements in ihrem Buch abgedruckt und keine einzige davon hat im allerweitesten Sinne eine technische Ausbildung. Ich verstehe das nicht. Kommen wir zum Fazit. Wer sollte dieses Buch lesen? Wer wirklich Schluss mit Vorurteilen in der Arbeitswelt machen will, findet hier keine Analyse der Funktionen von Vorurteilen und auch keinen Ansatz für Change Management. Keine Konzepte, die schon einmal in einem Unternehmen gegen Vorurteile geholfen haben, kein Best Practice. Wer sich über dieses Thema informieren will, muss immer wieder die Quellen recherchieren. Zu oft ist dieses Buch schlicht und einfach sachlich falsch. Selbst wer nur eine Struktur sucht, greift hier daneben. Alter, Hautfarbe, fehlendes Studium, Übergewicht und ungewöhnlicher Name sind nicht in eine Linie zu stellen mit Hautfarbe, Alter oder Elterneigenschaft. Dies müsste unterschiedlich behandelt werden. In aller Klarheit, dies ist ein schlechtes Buch. Der Grund ist relativ klar. Das Buch behandelt ein Thema, das in den Personalbereich, in die Wirtschaftspsychologie oder in ein verwandtes Gebiet gehört. Ananita Esmalzadeh ist aber Wirtschaftsinformatikerin mit dem Schwerpunkt Softwareentwicklung. Zumindest laut ihrem veröffentlichten Lebenslauf hat sie nie in einer Personalrolle gearbeitet. Da fehlt einfach Fachwissen. Sie hat das Buch neben einer Führungsrolle bei Microsoft und neben ihrem Engagement als Business-Influencerin geschrieben. Dabei kostet es wirklich Zeit und Mühe, ein auch nur halbwegs passables Buch zu schreiben. Ich weiß, wovon ich spreche. Nun zum Positiven. Wer sich wirklich über Vorurteile informieren möchte, den empfehle ich einen Text von Luisa Marie Schulz, einen Text, den auch Ananita Esmalzadeh zitiert. Dieser Text kommt zum Fazit: Automatische Präferenzen beeinflussen, wie wir Umweltreize wahrnehmen. So verknüpfen männliche und weibliche Probanden Frauenporträts eher mit Mutter als mit Chefin. Ob hinter solchen Reaktionsmustern verborgene Vorurteile stecken, ist umstritten. Selbst wenn, sind sie nicht unbedingt schlecht, denn sie bieten schnelle Orientierung in unsicherer Lage. Obwohl stereotype Ansichten wohl nicht ganz auszuschalten sind, begrenzen Reflexion und institutionelle Regeln ihren Einfluss. Sie anderen vorzuwerfen, kann aber den gesellschaftlichen Dialog auch hemmen. Zitat Ende. Ananita Esmalzadeh hat das Buch Gen Z für EntscheiderInnen herausgegeben.
Auch dieses Buch habe ich besprochen. Der Link ist in der Infobox. Wenn ich dieses Buch nicht empfehlen würde, welches Buch wäre dann zu empfehlen? Menschen, die Vorurteile erfahren wegen Schönheit, Gewicht bzw. BMI, nicht deutsch klingendem Namen, Armut oder fehlendem Studium, diesen Menschen empfehle ich ein Buch, das vor einem guten Vierteljahrhundert erschienen ist, aber immer noch gut verkauft und gelesen wird. Die Entscheidung liegt bei dir von Reinhard Sprenger. Und allen anderen Menschen empfehle ich dieses Buch auch. Dieses Buch bespreche ich am nächsten Sonntag und verlinke es, sobald die Rezension erschienen ist. Ebenfalls mehrfach mit Vorurteilen und Diskriminierung zu kämpfen, hatte Janina Kugel, die schließlich Personalvorständin bei Siemens wurde. Sie hat ein sehr lesenswertes Buch geschrieben, die Besprechung verlinke ich ebenfalls. Und ich freue mich, Sie bei einem dieser Videos wiederzusehen. Bis dahin.